Sind Robo-Advisor die Zukunft der Geldanlage? Nein, sie sind die Gegenwart. Sie haben sich längst am Markt etabliert und machen klassischen Vermögensverwaltern das Leben schwer. Der Grund? Robo-Advisor eröffnen Anlegern ungeahnte Chancen, weil sie wissenschaftliche Erkenntnisse nutzen, um Renditen zu steigern. Dank automatisierter Analyseprozesse werden Fehlentscheidungen bei der Zusammensetzung des Portfolios nahezu ausgeschlossen, Anlagerisiken deutlich minimiert. Wie Sie als Anleger von diesem Know-how profitieren können, was Sie für Ihre persönlichen Anlageentscheidungen von einem Robo-Advisor lernen können und wie Sie am besten aktives Portfolio-Management betreiben, wollen wir in den kommenden 60 Minuten beantworten. Guten Abend und herzlich willkommen zu diesem Finanzen.net-Webinar. Mein Name ist Markus Gentner, ich bin Ihr Moderator und ich freue mich, dass Sie an Ihrem PC, Mac, Smartphone oder an Ihrem Tablet mit dabei sind. Und selbstverständlich haben wir auch heute Abend wieder einen echten Profi zum Thema Portfolio Management bei uns zu Gast. Ich begrüße ganz herzlich Christian Diersen vom Robo-Advisor Scalable Capital. Hallo Herr Diersen, willkommen zu diesem Finanzen.net-Webinar. Ja, schönen guten Abend, Herr Gentner, auch von mir. Ja, vielen Dank, dass Sie so zahlreich sich eingewählt haben und ja, ich freue mich auf die nächsten 60 Minuten. Darauf freuen wir uns auch, Herr Diersen. Sie sind Co-Leiter Vertrieb und Kundenbetreuung bei Scalable Capital. Das können wir auf der Startfolie hier schon erkennen. Sie werden gleich über sich und Scalable noch etwas mehr erzählen. Wir gehen nun nämlich ohne Umschweife direkt zu Ihrem Vortrag über. Und während Sie Ihre Bildschirminhalte mit uns teilen, beziehungsweise während ich Ihnen die Rechte zum Bildschirmteilen übertrage, habe ich noch für unsere Webinarteilnehmer einen kleinen Hinweis. Bei Fragen oder Verständnisproblemen können Sie uns wie immer jederzeit während des Webinars über die Chatfunktion kontaktieren. Und wenn es passt, dann werde ich Ihre Fragen direkt an unseren Experten weiterleiten. Auf alle Fälle wird es am Ende der Veranstaltung wie immer eine kleine Fragerunde geben. Und nun sind Sie dran, Herr Diersen. Die Präsentation können wir bereits sehen. Sie dürfen direkt loslegen und uns einen Einblick in die Vermögensverwaltung der Zukunft geben. Ja, vielen Dank. Dann starte ich auch. Herr Gentner war ja schon so nett, Ihnen meine Funktion bei Scalable Capital mitzuteilen. Das heißt, ja, ich verantworte den gesamten Kundenbereich, bin also dafür zuständig, dass sowohl unsere Bestandskunden gut versorgt werden, als auch für den Vertrieb. Ich bin ja viel in Deutschland unterwegs. Wir haben 60 bis 80 Roadshows in ganz Deutschland. Nächste Woche sind wir in Köln und Düsseldorf, dann in Berlin und Hamburg. Das heißt, auch da lohnt es sich mal auf unsere Website zu gucken unter Events. Es gibt auch eine ganze Reihe von anderen Webinarreihen. Kurz zu mir, ich bin ja noch einer von den wenigen hier bei so einem jungen Tech-Unternehmen, die noch gelernte Banker sind. Ich habe ja bei der Commerzbank und der Deutschen Bank im Handel und im Vertrieb von Investmentprodukten gearbeitet. Ja, von der akademischen Seite klassisch BWL und Betriebswirtschaftslehre studiert in Frankfurt an der Frankfurt School. Und würde sagen, wir starten gleich mal mit auch einer Vorstellung nicht nur von mir, sondern von Scalable Capital. Wer sind wir? Wir sind ein unabhängiger Vermögensverwalter. Das heißt, wir gehören zu keiner Bank. Wir sind kein Tochterunternehmen. Ja, die Dienstleistung der Vermögensverwaltung betreiben wir mittlerweile für über 35.000 Kunden in Deutschland und verwalten ein Vermögen von ja deutlich über einer Milliarde. Damit sind wir Marktführer in dem Bereich der Robo-Advisor oder wie wir eigentlich lieber sagen, digitalen Vermögensverwalter. Wichtig ist immer, wenn Sie das Geld von einem Dritten verwalten lassen, dass das Ganze auch reguliert vonstatten geht. Hier haben wir die Erlaubnis der BaFin, der deutschen Finanzaufsicht, von Anfang an, dass wir auch ja die Portfolien von Dritten verwalten dürfen. Die drei Logos, die Sie unten sehen, das sind ja unsere Kooperationspartner. Das Geld, da komme ich aber später auch nochmal drauf zu sprechen, liegt nicht bei uns. Wir sind keine Bank, sondern das liegt entweder bei der ING, ja, bis vor kurzem noch ING DiBa oder bei der Baader Bank. Und Siemens, das Logo, nennen wir, weil ja der DAX-Konzern Siemens seit ja gut 2 Jahren uns für all seine Mitarbeiter als Vermögensverwalter für die private Altersvorsorge empfiehlt. Also Siemensianer und deren Angehörigen können direkt über das Mitarbeiterportal bei uns Kunde werden. Und das war ja 2007, da hatten wir
knapp 2000 Kunden und knapp 100 Millionen an Einlage, so der erste Ritterschlag, wenn so ein großer Konzern sagt, ja, das passt, das ist technisch angehaucht, das ist innovativ, das ist günstiger als so die klassischen Lebensversicherungen, die man sonst so bei Maklerbüros kriegt. Das wollen wir unseren Kunden auch empfehlen. Deswegen sei das hier auch genannt. Ja, womit beschäftigen wir uns? Warum interessieren Sie sich vielleicht auch dafür, das Geld in die Hände eines Robo-Advisors zu geben? Naja, die Geldanlage birgt doch einige Herausforderungen. Ja, und Sie kennen das alle, das lästige Thema, es gibt keine Zinsen mehr auf der Bank, es deckt bei weitem die Inflation nicht. Und wenn man dann in ja, Aktien oder andere renditeträchtigere Anlagen geht, dann schwankt es doch ganz schön. Der ein oder andere, der vielleicht selbst ein eigenes Aktiendepot hat, wird sich schmerzlich an letztes Jahr erinnern, wo der DAX ja um gut 18% von der Spitze 13.500 auf, ich glaube, im Tiefpunkt 10.300 Punkte runtergekracht ist. Also so eine Depotsteuerung ist zum einen mit ja, Stress verbunden. Es ist schwierig. Wann soll ich kaufen? Wann soll ich verkaufen? Und es ist vor allem zeitintensiv. Man sollte sich schon, naja, zumindest mal wöchentlich, eigentlich am besten täglich damit befassen. Denn so einfach liegen lassen, da werde ich später drauf kommen, so einfach ist es dann doch nicht. Und wenn ich mir dann überlege, ich gebe das Geld einem Profi, ja, dann sind traditionellerweise die Eintrittshürden relativ hoch. Also wenn Sie mal zu den großen deutschen Banken, zwei davon sollen ja vielleicht bald eine werden, gehen oder noch ein bisschen, ja, sagen wir mal, traditionsreichere Privatbanken und Sie sagen, ich hätte gerne ein Vermögensverwaltungsmandat, dann wird schnell geguckt und unter einer Million, vielleicht wenn Sie Glück haben, eine halbe Million, kriegen Sie das Angebot, dass jemand für Sie Ihre Gelder managt, nicht angeboten. Sie kriegen eher hauseigene Produkte verkauft und da ist, ja, das ist die Kostenintransparenz doch sehr hoch. Warum macht es aber Sinn, ja, in Wertpapiere zu investieren bei all den ganzen Herausforderungen? Naja, viele werden traditionellerweise vielleicht ein Eigenheim haben. Sie haben Versicherungsansprüche, sie haben definitiv aber alle eine Rente, sei es gesetzlich oder noch betrieblich, was sehr viel mit festverzinslichen Anlagen zu tun hat. Und da können Wertpapiere eine sehr gute Ergänzung sein. Jetzt ist aber die Frage, welche Strategie wähle ich und in welche Wertpapiere investiere ich? Ja, mache ich Aktien? Mache ich doch lieber Anleihen? Was ist mit Rohstoffen? Allokation heißt, wie teile ich das Ganze auf? Also wie viel Prozent sollte ich denn in Aktien, Anleihen und so weiter geben? Und welche Instrumente wähle ich und wie soll ich das Ganze überwachen? Und genau das kann und wird, wenn Sie bei Scalable Kunde werden, Ihnen abgenommen werden. Das ist also wie eine Art Concierge-Service. Naja, und jetzt viele, die sagen, das kann ich aber vielleicht auch selbst oder sich das überlegen. Ich kann mir ja die Gebühren, auf die wir später kommen, ich kann mir das vielleicht sparen. Wir haben eine Zeit lang mit einem Professor für Anlageverhaltensforschung zusammengearbeitet und da viele Auswertungen gemacht. Und das sind jetzt mal hier so vier Phänomene, die man immer sieht, warum es extrem schwierig ist, selbst erfolgreich am Kapitalmarkt zu sein. Das betrifft alle. Also wenn ich das Ihnen jetzt gleich aufzähle, finde ich mich bei mindestens drei von vieren selbst. Attention-Grabbing-Effekt. Das heißt, wir kaufen sehr gerne das, was wir sehr häufig in der Presse lesen und was wir kennen. Und wir kaufen natürlich sehr stark am Heimatmarkt. Also bei Deutschen werden Sie meistens DAX-Aktien oder MDAX-Aktien drin haben, aber wenige chinesische Titel, US-Titel oder sonstiges. Das führt rechts zu einer mangelnden Diversifikation. Mit Einzelaktien ist es einfach schwer, den ganzen Markt abzudecken, den ganzen Markt zu kennen und dann auch noch umzuschichten. Das ist für Privatanleger sehr teuer, sehr schwierig. Und eigentlich mein Lieblingsfehler, wenn man es so will, oder Hindernis, was Privatpersonen haben, der Dispositionseffekt. Und das kennen eigentlich fast alle. Also ich kenne es definitiv. Das ist das Problem, dass man Gewinner zu schnell verkauft und Verlierer zu lange hält. Und woran liegt das? Das ist eigentlich ein psychologisch schnell festzumachen. Wenn Sie mal eine Aktie kaufen wollen und Sie entscheiden sich dafür und Sie denken, ach, also 10%, für 10% ist es, wäre die Aktie gut. Sie kaufen die Aktie und
Nach 4 Monaten erreicht die Aktie 10%. Was machen 70 bis 80% der Anleger? Sie verkaufen. Warum? Weil man sagt, naja, jetzt habe ich schon sehr schnell ja mein Ziel erreicht und bevor es wieder fällt, das nehme ich lieber. So ein klassischer Spruch von Gewinnermitnahmen ist ja noch kein Mensch arm geworden. Das stimmt zwar, aber warum ist eine Aktie, die innerhalb von 3, 4 Monaten 10% gestiegen ist, warum sollte das Unternehmen nicht für weitere 30, 40% gut sein? Auf der anderen Seite, dieselbe Aktie, dieselbe Entscheidung und sie fällt erstmal 10%. Anstatt sich von dieser Aktie zu trennen und zu sagen, ach, das war vielleicht ein Fehler, ich nehme mir lieber eine Aktie, die besser ist, halten wir es. So eine Aussage höre ich immer bei, wenn wir Depots analysieren, die im Minus sind. Ich sage, wollen Sie nicht umschichten? Ja, war ein Fehler, aber das halte ich noch zumindest, bis es plus minus null ist. Wir realisieren Verluste einfach sehr ungern, aus gutem Grund. Wir haben ja mal gedacht, die Aktie ist gut und mit einer Verlustrealisation, ja, gestehen wir uns ja ein, wir haben einen Fehler gemacht. Das alles führt dazu, dass der Markt eigentlich nicht zu schlagen ist. Und genau hier kann eine Vermögensverwaltung und vor allem eine digitale, wo also ein Algorithmus das Depot steuert, helfen. Denn diese Fehler macht eine Maschine natürlich nicht. So ein Algorithmus wird nicht gierig, wenn es nach oben geht. So ein Algorithmus wird auch nicht panisch, wenn es nach unten geht. Sondern es folgt automatisiert und regelgebunden ganz klaren Anlagevorschriften. Und wir sind, ja, wir sind ein Risikomanager. Das heißt, diese drei Sachen, das sind so die Kernelemente unserer Dienstleistung. Zum einen messen wir das Risiko der Depots unserer Kunden und halten die Verluste im Griff und probieren sie zu minimieren. Das Ganze wird umgesetzt durch eine, ja, die modernste Anlagesoftware und die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft. Und wir nutzen ETFs, also kostengünstige Indexfonds, um das Ganze schon ab 10.000 Euro anzubieten und die Kosten eben deutlich zu senken. Und jetzt mal eine Frage. Das erste Kapitel wird sich nämlich ein wenig mit Risikomanagement beschäftigen. Und ich denke, Sie werden mir alle zustimmen, wenn wir sagen, Risiko ist, wenn ich Verluste mache. Weil oft wird ja auch die Volatilität als Risikomaß genommen. Naja, Volatilität ist auch, wenn es ist, die Schwankung nach oben und nach unten. Wir sehen es aber so, dass Verlustrisiko eigentlich dann entsteht, wenn man Verlust macht. Mal eine kurze Frage, so an viele für sich selbst, wenn Sie ein eigenes Depot haben, wenn Sie keins haben, nehmen Sie einfach den DAX. Welches Verlustrisiko hat so ein Depot in einem richtig schlechten Börsenjahr? Und die wenigsten, auch die Kunden, mit denen ich spreche, können da eigentlich eine Antwort geben, weil das wissen oft auch die Bankberater nicht. Da heißt dann so ein Depot oft, ja, das ist das konservative Depot oder ausgewogen. Sehr beliebt ist auch das chancenorientierte Depot. Das sagt Ihnen aber unserer Meinung nach gar nichts aus, wie das wirkliche Verlustrisiko ist. Wie viel Risiko tragen Sie denn in so einem ausgewogenen Depot? Man wird Ihnen vielleicht eher sagen, naja, da haben Sie 50% Aktien, 50% Anleihen drin. Naja, wie viel hätte ich denn da letztes Jahr verlieren können? Und wie viel in einem guten Jahr? Das heißt, solche schwammigen Begriffe sollten eigentlich weichen für eine klare Quantifizierung des Risikos. Und genauso startet bei uns der Prozess, wenn Sie Kunde werden, Sie durchlaufen am Anfang eine Geeignetheitsprüfung, da stellen wir Fragen. Sie sehen hier rechts auch ein paar Fragen durchsliden zu Ihrer Situation, zu Ihrem Risikoprofil. Und am Ende können Sie wählen aus 23 Strategien bei Scalable Capital. Und alle 23 Strategien stehen für Risikokategorien. Jetzt sehen Sie diese Abkürzung VAR. Der VAR steht für den Value at Risk. Das heißt, unsere Risikostrategien gehen von Value at Risk 3% bis Value at Risk 25%. Und was bezeichnet jetzt dieser Value at Risk? Naja, das Ziel ist es, das hatte ich ja schon angedeutet, eine genaue Klassifizierung des Verlustrisikos Ihnen zu geben. So, jetzt nehmen wir mal an, Sie wählen Value at Risk 10, also eher etwas Defensiveres. Dann gibt Ihnen dieser Value at Risk eine Jahresverlustgrenze an, nämlich 10%, die mit 95% Wahrscheinlichkeit nicht überschritten werden soll. Was heißt das jetzt? Naja, mit Value at Risk 10 bekommen Sie von uns ein ETF-Depot zusammengestellt, was über die nächsten 12 Monate in 95 von 100 Fällen nicht mehr verliert als 10%. Da wir alle nicht die perfekte Glaskugel haben,
Muss man bei Risiken in der Zukunft rechnet man immer mit Wahrscheinlichkeiten. Gibt es eben die Restwahrscheinlichkeit von 5%, also 5 von 100 Fällen, dass Sie auch mal 10 oder mehr Prozent verlieren. Gleiche gilt natürlich, wenn Sie den Risikoschieber nach rechts drehen. Und wie wir alle wissen, hängt Risiko und Rendite natürlich klar geht einher. Das heißt, je mehr Verlustrisiko Sie in einem schlechten Jahr und 5% Restwahrscheinlichkeit heißt, alle 20 Jahre wird so ein Verlustfall auch mal eintreten. Je mehr Risiko Sie auf den Tisch legen, desto höher kann auch Ihre Rendite sein. Und das ist so der letzte Input-Faktor, den Sie als Kunde geben. Sie bestimmen, wie viel Geld Sie uns anvertrauen und wie viel Verlustrisiko Sie bereit sind zu tolerieren. Und dann bauen wir für Sie ein individuell passendes, auf diese Risikostufe abgestimmtes ETF-Depot. Und jetzt werden viele sagen, naja, also 10% Verlustrisiko, 20% Verlustrisiko, das klingt ja schon ganz schön viel. Will ich Ihnen hier mal in der Tabelle zeigen, was so die klassischen Anlagen oder auch Einzel-ETFs für einen Value at Risk haben. Da sehen wir ganz rechts den DAX, das ist ein super Index gewesen, tolle Renditen über die letzten 10 Jahre, aber in einem schlechten Jahr kann so ein DAX auch mal 30 bis 40% fallen. Er hat also einen Value at Risk von 37%. Und unsere Value at Risk Stufen, das ist hier das türkis schraffierte, gehen von 3 bis 25, das heißt selbst in unserer höchsten Risikostufe, ja, da haben Sie so im Schnitt 50 bis 80% Aktien drin. Ja, dann sind Sie in etwa auf dem langfristigen Risikoniveau vom MSCI World, bisschen niedriger als Gold, was ja auch durch den US-Dollar-Effekt sehr stark schwankt, und unter US-Aktien. Nur, dass Sie das in etwa mal einkategorisieren können, was so Value-at-Risk-Klassen bedeuten. Jetzt ist die Frage, wenn wir Ihnen jetzt ein passendes, auf Ihr Risikoprofil abgestimmtes Depot zusammenstellen, sollte denn da umgeschichtet werden? Ja, da gibt es ja auch viele, die sagen, ach, ich halte das einfach, ich sitze alles aus. Und ich möchte jetzt mal schauen, ja, was so eine aktive Risikosteuerung, wie wir es machen, für einen Vorteil hat. Ja, die Alternativen, ich sagte schon, buy and hold, ich kaufe es einmal, lasse es liegen, 20 Jahre, 30 Jahre, dann kann das auch langfristig zum Erfolg führen, hat aber zwischendurch eben extreme Schwankungen. 2001, der DAX 60, über 60% abgeschmiert. 2008 über 50% Verlust. Das muss ich hinnehmen und dann vielleicht 5, 6 Jahre warten, bis sich der Markt wiederholt hat. Oder ich mache ein Rebalancing, das heißt, ich habe eine feste Quote. Nehmen wir das klassische, schöne Bankberater, ausgewogene Depot, 50% Aktien, 50% Anleihen. Ich schaue mal am Quartalsende, wie sind die Quoten, und schichte so um, dass ich am Quartalsende immer wieder bei 50-50 bin. Oder ich manage das Ganze dynamisch, so wie sich auch der Markt ja wöchentlich, monatlich bewegt und auch das Risiko steigt und sinkt schichtig um. Und das machen wir. Wie machen wir das? Ja, wir nutzen, da kommt der Algorithmus ins Spiel, neueste Technologie und ja, brauchen sehr große Serverkapazitäten, um ja täglich unsere über 35, knapp 40.000 Depots zu messen, zu simulieren und das Risiko zu bestimmen. Denn das ist ja Ihr Inputfaktor. Sie haben ja am Anfang eine bestimmte Verlustrisikogrenze gewählt und wir müssen schauen, ob sich das über die Zeit verändert, ob wir also umschichten müssen, ob Risiko steigt oder fällt oder ob es konstant bleibt. Und wie machen wir das? Wir machen jeden Morgen für jedes einzelne Depot eine sogenannte Monte-Carlo-Simulation. Das heißt, wir simulieren für das ETF-Depot 10.000 Zukunftsszenarien, mögliche Wertentwicklungen. Da gibt es manche, die sind extrem gut, manche, die sind extrem schlecht. Und daraus können wir auf dem schlechtesten 5%-Pfad jeden Tag für jedes Depot den aktuellen Value at Risk berechnen. Also eine Verlustrisikoprojektion in die Zukunft. Und zu was führt das? Naja, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Ein Kunde hat hier Value at Risk 12 gewählt. Also hat am Anfang ein ETF-Depot bekommen. Das sieht so rechts wie rechts aus. Kommt aus einer recht ruhigen Marktphase. Relativ viele Aktien drin, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Pfandbriefe und so weiter. Und ja, es vergeht ein wenig Zeit. Wir messen jeden Morgen mittels dieser Monte-Carlo-Simulation das Risiko und wir messen an einem Morgen ja das Verlustrisiko mit dieser Depotzusammensetzung
beträgt 15%. Jetzt hat der Kunde aber gesagt, ich will in einem schlechten Jahr ein Verlustrisiko von 12%, das ist mein Risikobudget. Das heißt, wir müssen umschichten. Das machen wir klassischerweise. Es werden meistens, wenn das Risiko steigt, reduziert man das Risiko im Depot, indem man Aktien verkauft und in sicherere Häfen umschichtet. Und so funktioniert unser Risikoabgleich. Das heißt, wir messen das Risiko unserer Portfolien und schichten dann um, wenn das Risiko höher wird, als es der Kunde gewählt hat. Jetzt zeige ich Ihnen mal an einem Praxisbeispiel, warum das Sinn macht, warum das auch aus Renditegründen Sinn macht und in welchen großen Crashs, und genau die geht es abzufedern. Mal so ein 5%, minus 5% Woche, da wird Ihnen das nicht viel helfen, aber vor großen Crashs, und die kommen alle 5 bis 10 Jahre, da hilft Ihnen so ein professionelles Risikomanagement. Und was war die letzte große Krise? Das war der Lehman Crash 2008. Was Sie hier sehen, ist die Entwicklung des S&P 500 zwischen 2006 und 2009. Wir wissen alle, im September ist Lehman Brothers pleite gegangen, wurde ja auch mittlerweile verfilmt in Kinos. Und da gab es ja auch ein paar Schlaue, die wussten es natürlich schon früher, aber so der normale Anleger konnte eigentlich an dieser Renditekurve zwischen 2007 und Ende 2008 noch nicht wirklich absehen, dass da der große Bang kommt. 2007 ist zwar schon Bear Stearns, ein sehr, sehr großer Hedgefonds, kollabiert, und das macht jetzt in der Rückwärtsbetrachtung, in der Aufarbeitung, hat das eigentlich den Anfang dieser Krise und dieser ganzen überbewerteten Immobilienblase und so weiter ausgelöst. Aber wenn man nur auf Renditen guckt, ist es sehr schwer. Nimmt man jetzt den Value at Risk, den wir als Steuerungsgröße nehmen, und genau in demselben Zeitraum für denselben Index, nämlich den S&P 500, mal auf wöchentlicher Basis gemessen, wie war der Value at Risk für den S&P 500, dann sehen Sie hier die rote Linie. So in etwa im Mittel hat so ein S&P 500 zu dieser Zeit, kam ja aus einer sehr guten Börsenjahren, nach 2002 waren ja 5, 6 sehr gute Börsenjahre, hatte der US-Aktienmarkt im Mittel einen Value at Risk von 20. Ja, das kann ist übrigens bei Scalable Capital auch die beliebteste Anlageklasse. So, und was macht jetzt so ein Algorithmus, der nach Value at Risk steuert, der jeden Tag den Value at Risk misst? Ja, wir sehen, 2006 bis 2007 lag er eigentlich meistens das Risikolevel drunter. Was heißt das für ein Portfolio, wenn Sie die Anlagestrategie war 20 gewählt haben? Ja, das heißt, wir können natürlich relativ viel S&P 500 Anlage reinkaufen. Wenn mein Risikobudget 20% ist und dieser Index hat nur ein Risikolevel von 13, 14, passt davon recht viel rein. Was wir jetzt sehen, ab 2007 mit einer Mini-Ausnahme mal zwischen Q3 und Q4 lag das Verlustrisiko im S&P 500 deutlich über 20, ja, teilweise doppelt so hoch. Und was macht der Algorithmus? Der kennt Lehman Brothers nicht, der kennt auch Bear Stearns nicht. Aber er kann binär digital messen, Risiko ist zu hoch. Wenn ich 20% Verlustrisiko einhalten will und der S&P 500 hat ein Value at Risk von 40, ja, dann muss ich den verkaufen. Mit einem 40-prozentigen Value at Risk als Bestandteil meines Depots ist es sehr schwer, insgesamt 20% Verlustrisiko einzuhalten. Das heißt, ab 2007 hätte er sukzessive den Auftrag gegeben, verkaufe S&P 500, es hat so hohes Risiko. Und im Vergleich, wenn Sie das hier gucken, so deutlich können Sie es hier nicht ablesen, hier wäre klar, jeden Tag so hohes Risiko. Wie sah es in der Realität aus? Das ist mal rückgerechnet, dunkelblau ist die Aktienquote. Wie hätte das in so einem Value at Risk 20 Portfolio ausgesehen? Es ist natürlich nicht perfekt. Wir hätten nicht am Anfang von Bear Stearns 2007 alle Aktien verkauft. Aber wie Sie sehen, dunkelblau sind Aktien. Wir kamen von einer Aktienquote von 80% und hätten, ja, so ab Bear Stearns lagen wir noch so bei 60, 70% Aktien, sukzessive die Aktienquote reduziert. Sie hätten natürlich auch 2008 mit Aktienverluste mit unserer Anlagestrategie eingefahren. Aber ich glaube, es ist deutlich besser, 2008 dann nur noch 30% Aktien im Depot zu haben, statt mit einer starren Quote oder Buy and Hold 70 oder 80% stur durchzuhalten. Und so sehen Sie mal dynamisch, ja, ab 2006 sind es Live-Daten, davor ist es zurückgerechnet, wie
wir in so einem Value at Risk 20 Depot dynamisch so ein Depot steuern. Da kann die Aktienquote schon mal zwischen über 80% bis auf 10% runter und hoch gefahren werden. Gutes Beispiel letztes Jahr. Wir sind gestartet mit über 80% Aktien im Depot und hatten am Ende letzten Jahres nur noch 30% Aktien. Aktuell sind wir wieder bei knapp bei gut 40-45%. Wir bauen langsam wieder Aktien auf. Der Markt hat sich beruhigt. Aber wozu führt das? Das führt zum einen, und ich zeige gleich genaue Renditedaten noch, aber das führt natürlich, dass sie die extremen Verluste begrenzen. Und das hilft vor allem bei extremen Crash-Szenarien. In normalen Jahren werden sie wahrscheinlich sogar vielleicht ein halbes Prozent oder Prozent schlechter sein, als wenn sie einfach nichts machen. Aber in Jahren, wo sie 50% am Aktienmarkt verlieren, ist es ein Unterschied, ob sie mit 50% oder mit 10% partizipieren. Machen Sie sich immer bewusst, für einen 50% Verlust muss ich 100% wieder aufholen. Bei einem 25-prozentigen Verlust muss ich nur 27-28% wieder aufholen. Und genau das ist eher so ein bisschen das Ziel eines Risikomanagers. Herr Diersen, kann ich Sie gerade kurz mal unterbrechen für eine Frage? Kann man da festhalten, dass eigentlich Scalable seine Stärken vor allem dann ausspielt mit diesem Value-at-Risk-Ansatz, wenn es an der Börse eher ein bisschen holprig zugeht oder sogar Druck auf den Märkten aufgebaut wird? Vollkommen richtig. Also da muss man auch, ich gehe noch mal einen Schritt zurück, differenzieren. So ein Risikomanagement, wie es nach Value at Risk, wird im Übrigen schon seit über 20 Jahren von Versicherungen, Pensionskassen, Staatsfonds, die zig Milliarden verwalten, benutzt. Also wir haben das nicht erfunden, sondern wir machen es durch die Technik überhaupt erst Privatleuten zugänglich. Und genau das ist richtig. Bei längeren Abschwungphasen, davor soll es schützen, weil diese Anleger, gerade Versicherungen, Pensionskassen, die haben Verbindlichkeiten, die dürfen einen gewissen Verlust nicht unterschreiten. Da haben auch Privatkunden einen absoluten Mehrwert. Letztes Jahr beispielsweise haben wir nur in den höheren Risikoklassen 6% verloren, während ein DAX 18% verloren hat. Fährt so ein Markt zickzack. Also was es nicht schafft, ist, jeden Minustag zu halbieren. Wir sind keine Daytrader, wir arbeiten nicht mit Short-ETFs, das wird häufig verwechselt. Also wenn mal so eine Woche schnell 4% verliert, weil irgendeine Marktmeldung ist, oder wenn jetzt die Briten sich im Brexit komplett auf den Kopf stellen und wir verlieren mal innerhalb von 4 Tagen 5%, da greift so ein Algorithmus natürlich nicht direkt. Wir prognostizieren ein Jahresverlustrisiko, das heißt, wir probieren lange Abschwünge abzufedern. Aber genau dann, wenn es ungemütlich wird und vor allem, wenn es länger ungemütlich wird, wenn es auch so aussieht, als ob es nicht direkt schnell wieder hochschießt, dann reduzieren wir sukzessive das Risiko und da partizipieren Anleger. Also unser Professor Mitnick, der das entworfen hat, sagte immer so schön, 2008 war für so ein Modell die perfekte Krise. Also ich wünsche natürlich keinem unserer Anleger, dass wir so schnell wieder 2008 erleben. Aber genau für solche Märkte ist so ein Risikomodell gut. Wenn alles gut nach oben läuft, dann brauchen Sie natürlich kein Risikomanagement, dann werden Sie vielleicht auch mit uns denken, ach, das ist ja eher ein bisschen langweiliger. Und Herr Diersen, ich hätte noch eine schnelle Nachfrage. Ja, klar. Was heißt das denn für den Privatanleger jetzt auch in Bezug auf den Brexit? Also er braucht jetzt eigentlich wahrscheinlich nicht die Panik bekommen, sondern einfach mal festhalten am Portfolio und erst bei einer längeren Krise ist es dann sinnvoll, auch das Aktienniveau herunterzuschrauben. Habe ich das richtig verstanden? Das ist richtig, weil was wir häufig sehen, ist, wenn es schnell in Panik verfällt. Also wir haben das letztes Jahr im Februar gesehen, also mal so ein 10 Tage minus 10%. Und da haben uns viele Kunden angerufen, ja, jetzt geht es den 5. Tag in Folge runter, wieso schichten Sie noch nicht um? Schnelle Krisen, vor allem wenn es so politische Meldungen sind, machen meistens so eine V-Bewegung. Das heißt, wenn man dann einen Stop-Loss drin hat und beispielsweise bei minus 10% alles verkauft, nehmen Sie sich die Chance, auch bei einer schnellen Erholung wieder teilzunehmen. Es gibt Forschungen, die sagen, so große Risiken, die ansteigen und eine Krise vorhersagen, kommen in so größeren Wolken. Das heißt, es muss sich mehrere Tage ein Ungemach ankündigen und genau dann lohnt es sich eigentlich erst Aktien zu reduzieren, mal bei 3, 4 schlechten Tagen. Da muss man die Nerven behalten. Da zählt dann auch bei uns und generell dann drinbleiben und das mal aussitzen und nicht immer nur der Börse kurzfristig hinterherlaufen. Sehr gut, dann gehe ich mal zum wichtigen Thema, was kommt denn überhaupt bei uns in die
Portfolien rein und wie sieht so ein Depot aus? Ich sagte es ja schon, wir nutzen ETFs und unser oberstes Anlageziel ist natürlich ja die globale Streuung. Das heißt, Sie kennen das alle, diversifizieren, nicht alle Eier in einen Korb legen und wir machen das Ganze mit ETFs. Kommen wir erstmal zum Thema, wie breit ist es bei uns gestreut? Wir investieren in Aktien global, in Rententitel, also in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Pfandbriefe. Immobilien decken wir ab über ja, Immobilienaktien, sogenannte REITs, ETFs und wir haben einen breiten Rohstoffkorb. Was Sie unten sehen, das ist einmal, streuen wir über die Anlageklassen, aber wir streuen vor allem auch regional. Das heißt, wir decken über 10.000 Einzelwerte ab, eigentlich über den ganzen Globus. Wenn Sie jetzt sagen, ich will mir das ganz genau angucken, auch genau die Produkte, auch von welchem Anbieter, finden Sie das alles bei uns auf der Webseite. Da veröffentlichen wir auch immer, welche ETFs wir gerade drin haben. Und das ist genau das Stichwort. Was sind überhaupt ETFs? Jetzt wurde auch schon in der Ankündigung drüber geschrieben, dass wir ja uns als absolute ETF-Experten verstehen und auch mit unseren über einer Milliarde mit der größte ja, ETF-basierte Vermögensverwalter sind. Und was sind ETFs? Ja, das steht für Exchange Traded Funds. Das sind Indexfonds und das Ziel von so einem Fonds ist es, einen bestimmten Index genau abzubilden. Jetzt nehmen wir einen DAX-ETF. DAX-ETF hat das Ziel, Ihnen genau die Wertentwicklung des DAXes zu geben, also der 30 Titel, die drin sind. Das ist, nennt man auch passives Investieren, weil man einem Index damit in der Wertentwicklung folgt. Es ist also kein aktiver Fondsmanager da, der besser sein will als ein Index. Also ein deutscher aktiver Fondsmanager, der nimmt sich die DAX-Titel und überlegt sich dann, ja, was gewichte ich denn über und unter? Sollte ich mehr Autowerte kaufen oder mehr Versorgerwerte kaufen, um eine Mehrrendite zu erwirtschaften? Und genau dieses Fondsmanagement und dieser Versuch, besser zu sein als der Markt, ist recht teuer. Im Umkehrschluss sind ETFs eigentlich die kostengünstigste Art, in einen breiten Wertpapierwarenkorb zu investieren und sie sind höchst liquide. Ich kann sie handeln wie eine Aktie, deswegen Exchange-Traded, also an der Börse gehandelte Indexfonds. Und jetzt werden viele sagen, ach ja, ETFs, die sind ja günstig, aber naja, wenn ich den richtigen Fondsmanager finde, dann ist der ja besser, weil, und da stimme ich den Leuten zu, günstig ist ja nicht immer preiswert. Und das ist sollte man auch bei ETFs immer mal prüfen. Die gute Nachricht für alle Kritiker von ETFs, ja, es gibt immer aktive Fondsmanager, die deutlich besser sind als, als ETFs. Und eine Studie von S&P, Standards & Poor's, untersucht das immer. Wir haben mal den breitesten Markt genommen. Wir haben mal untersucht bei einem globalen Aktienmarkt, den S&P Global 1200. Da sind weltweit die 1200 größten Aktien drin. Welcher aktive Fondsmanager schafft es denn besser, als dieser Index zu sein nach 3 Jahren. Was Sie hier sehen, naja, also knapp jeder Zehnte schafft es. Das heißt, Sie müssen immer die Top 10 von den zigtausend Fonds, die draußen sind, rauspicken, dann sind Sie besser als der Index. Die schlechte Nachricht ist, das ändert sich natürlich jedes Jahr. Also wenn Sie einmal den Besten identifiziert haben und 5 Jahre wieder gucken, wer steht unter den Top 10, dann sind das selten die gleichen Namen. Ist also extrem aufwendig und wir glauben, ein Produkt zu wählen, was in 90 von 100 Fällen eine bessere Rendite zu günstigeren Kosten erzielt, macht absolut Sinn, wenn ich breit in den Markt investiere. Jetzt ist es aber damit nicht getan, sich einfach nur für ETFs zu entscheiden. Daraus wird man auch noch kein ETF-Experte, wie wir uns ja, die Mühe geben, das zu sein für unsere Kunden, denn es ist auch noch eine Kunst, den richtigen Index und dann den richtigen ETF darauf auszuwählen. Also bleiben wir beim einfachen Beispiel allein, den DAX bilden oder für den DAX gibt es über 12 verschiedene ETFs. Und da ist die Frage, welchen kaufe ich denn? Und wir haben ein eigenes Team, was die besten ETFs auswählt. Worauf gucken wir da? Wir gucken, dass die Kosten möglichst gering sind. Die Produkte sind zwar eh schon ziemlich günstig, aber es gibt Handelskosten, es gibt Produktkosten. Also Handelskosten, die an der Börse entstehen, nicht bei der Bank, darauf haben wir keinen Einfluss, dann eine hohe Effizienz, also wie genau bildet so ein ETF den Index ab und für einige, die sich schon mit ETFs beschäftigt haben, die Konstruktionsweise geht auf verschiedene Art und Weisen. Es gibt physische und synthetische ETFs, wir setzen
wo immer es geht, auf physische ETFs, das heißt ETFs, die auch wirklich die Aktien kaufen, die in dem Index drin sind, um den Index nachzubilden und das Ganze nicht über Derivate oder Tauschgeschäfte mit anderen Investmentbanken machen. Gibt es aber auch noch, wir haben viele Spezialwebinare zu ETFs, da gehen wir auf diese Themen Replikation, Wertpapierleihe und so weiter auch nochmal dezidiert ein. Ja, jetzt wird viele interessieren, das klingt ja immer in der Theorie ganz gut, ETFs sowieso und Risikomanagement. Was hat das Ganze denn erzielt? Uns gibt es jetzt seit über 3 Jahren. Wir sind im Januar 2016 gestartet. Und hier sehen Sie mal für exemplarisch die Strategien Value at Risk 5, 10, 15, 20 und 25 unsere Ergebnisse. Alle Renditen sind nach Kosten, zu denen ich gleich noch komme, selbstverständlich vor etwaigen Kapitalertragssteuern unserer Anleger. Das kennen wir ja nicht bei allen, was dafür Freibeträge und so weiter sind. So, und was Sie sehen ist, naja, also 2016, 2017 waren ja relativ gute Jahre, wobei 2016 auch holprig war mit dem Brexit und der Trump-Wahl und so weiter. Aber da sieht man schon, dass mehr Risiko auch eine höhere Rendite gegeben hat, so in den höheren Risikoklassen ab war 15, wo Sie im Schnitt so zwischen 40 und 80% Aktien in den guten Jahren im Depot haben, konnten Sie Renditen ja so zwischen 3 und 6% erreichen. Letztes Jahr, und ich habe es schon angekündigt, ist auch an uns nicht spurlos vorbeigegangen. Das heißt, wir haben negative Renditen eingefahren, konnten aber einen Großteil, obwohl wir immer noch relativ defensiv eingestellt sind, also wir sind im Jahr 2018 mit 80% Aktien bis 85% Aktien in den war 20 und 25 Kategorien gestartet, haben derzeit nur 40% Aktien drin und konnten aber schon wieder ja gut 5% bis 5,5% an Rendite aufholen. Jetzt sehr wichtig, das ist ja die eine Seite, also Rendite. Die andere Seite, hatte ich ja eingangs schon erwähnt, ist Risiko. Und das will ich Ihnen natürlich auch zeigen. Wenn man Risikomanager ist, muss man sich natürlich auch an Verlusten, die zwischenzeitlich mal erlitten wurden, messen lassen. Wir wollen sie ja möglichst gering halten durch Umschichten, durch breite Diversifikation. Und hier sehen Sie die maximalen Verluste. Also was ich mit so einer Strategie wie der VAR 5 bis VAR 25 mal maximal erleiden musste, wenn ich den schlechtesten Einstiegszeitpunkt gewählt hätte, also Januar 2018 auf dem Höchststand bei uns gekauft und eingestiegen und am Tiefstand, ich glaube, es war Ende Dezember, den Depotwert gemessen. Und da sehen Sie, dass die maximalen Verluste bei uns etwas in den hohen Risikoklassen, wo Verlustrisiko 25 mehr so bei etwas über 10 lagen. Und bei VAR 5, ja, da waren wir mal so bei 3 bis 4%. Und hier rechts kann man mal sehen, das sind die einzelnen ETFs, die auch bei uns in die Depots reinkommen, was die zwischenzeitlich für maximale Verluste hatten. Also Sie sehen, Aktien Deutschland hat ja mal 23% verloren, absolut zwischenzeitlich. Und durch ja unsere Zusammenstellung, durch den Algorithmus, der aus diesen einzelnen hier in grau schraffierten ETFs ein Depot zusammenformt, konnten wir die Verlustrisiken ja teilweise mehr als halbieren, obwohl genau diese ETFs eben auch enthalten sind, die ja insgesamt doch relativ hohe Verluste hatten. Wir sehen, selbst Unternehmensanleihen USA haben mal fast 15% Verlust gemacht. Staatsanleihen USA sogar 17%. Das ist schon knackig. Und da hilft eben ein Algorithmus, ein Risikomanager, der die richtige Zusammensetzung innerhalb der Value at Risk Klasse für Sie findet. Ja, wie sieht das Ganze aus? Wie ist auch so, wenn Sie bei uns Kunde werden, wie ist das rechtlich ausgestaltet? Es ist eine klare Rollenverteilung. Ich sagte schon, das Geld liegt nie bei Scalable Capital. Sie als Kunde bleiben Vermögensinhaber und bekommen entweder bei der ING oder bei der BADA ein Verrechnungskonto in Ihrem Namen und ein Wertpapierdepot eröffnet. Wir sind der Vermögensverwalter, das heißt, wir haben das Vermögensverwaltungsmandat für dieses auf Ihren Namen lautende Wertpapierdepot und ja, kaufen und verkaufen ETFs und überwachen es. Das Ganze, die ETFs, die auf dem Depot liegen, sind Sondervermögen. Das heißt, es ist sowohl von der Insolvenz der Depotbank als auch von Scalable Capital geschützt. Also
wenn Sie einen DAX-ETF 2008 von Lehman Brothers gehabt hätten, egal bei welchem Vermögensverwalter, das wäre noch geblieben, das hätte den Wert des DAXes behalten und hätte nichts mit der Insolvenz von Lehman Brothers zu tun gehabt. Kommen wir zu einem wichtigen Punkt, was kostet das Ganze? Wir wollten eine sehr klare Gebührenstruktur haben, das heißt die Vermögensverwaltung bei Scalable Capital kostet jährlich 0,75% auf das verwaltete Vermögen. Ich sagte das schon, bei uns ist die Mindestanlagesumme 10.000 Euro, da wären es 75 Euro. Mehrwertsteuer ist schon mit drin. Es ist auch alles mit drin, was auf Bankebene an Kosten anfällt. Das heißt, die Kontoführung ist mit drin, die Depotführung ist mit drin und sämtliche Transaktionen, die wir durchführen, egal wie häufig wir ein ETF verkaufen oder kaufen, wie häufig Sie Geld einzahlen und wir dann kaufen müssen, das ist in diesen 0,75% abgedeckt. Wir geben einen Teil dieser Gebühr an die Banken ab und haben damit wie eine Handelsflatrate ausgehandelt. Hinzu kommen noch die ETFs, die haben Kosten, die sind 0,17%. Die zahlen sie auch nicht an uns, sondern die nimmt sich der ETF-Anbieter aus dem ETF-Preis über das Jahr, also jeden Tag ein 365. wird der ETF günstiger oder verringert sich im Preis um diese im Schnitt 0,17%. Das heißt, wenn Sie bei uns Geld anlegen, zahlen Sie für das Jahr, für die gesamte Vermögensverwaltung, für alle Dienstleistungen bei uns und bei der Bank und die ETFs 0,92% auf das verwaltete Vermögen. Das Ganze wird monatlich fällig. Das heißt, Sie zahlen immer ein Zwölftel. Sie zahlen das auch nur, solange Sie bei uns Kunde sind. Es gibt keine Mindestlaufzeiten oder dergleichen. Kickbacks, Ausgabeaufschläge, Eröffnungsgebühren, all das gibt es bei uns selbstverständlich auch nicht. Ja, was wollen wir erreichen eigentlich dadurch, dass wir ja eine Technologie einsetzen und modernste Risikomanagement-Forschung auf die Depots anwenden? Ja, wir wollen auch bei den Kunden einen rationaleren Umgang mit Verlustrisiken schärfen, dass man sich bewusst macht, was gehe ich für Verlustrisiken ein, denn meistens sind Kunden nur dann unzufrieden, ja, wenn es im Minus steht und wenn sie vorher keiner aufgeklärt hat, dass es auch mal diesen Verlust erreichen kann. Wenn ich den DAX kaufe und mich hat keiner aufgeklärt, dass es in einem schlechten Jahr auch mal 30-40% nach unten geht, dann bin ich natürlich unzufrieden, wenn das auch mal eintritt. Dadurch, dass wir einen Algorithmus nutzen, ich sagte schon, sind Emotionen außen vor, die sind für die Anleger von uns aus zwei Gründen außen vor. Zum einen, ich sagte schon, eine Maschine steuert das Ganze automatisiert und Sie müssen sich selbst nicht mehr drum kümmern. Sie müssen nicht morgens auf Ihr Handy gucken und schauen, steigt es oder fällt es, soll ich kaufen oder verkaufen. Das wird für Sie übernommen und wir halten Ihr Verlustrisiko in jeder Marktlage, ob es 2008 ist oder 2017, konstant. Wir schichten um. Das ist natürlich deutlich effizienter, es erspart Ihnen viel Zeit. Durch die Technik kriegen Sie einen Zugang zu jemandem, der Ihnen das Vermögensverwaltung bietet, der ein Geldanlage-Concierge ist, wo Sie Geld überweisen und es kümmert sich jemand jeden Tag drum, schon ab 10.000 Euro und das Ganze zu 50-80% geringere Kosten. Für die ab 10.000 Euro, da kriegen Sie meistens einen hauseigenen Fonds für 1,5% mit 5% Ausgabeaufschlag oder Sie müssen 1 Million mitbringen bei einer Bank und da ist es auch meistens teurer. Günstiger ist es dann wirklich nur, wenn man sich täglich die Mühe macht, das Können hat, sich einliest und probiert es komplett selbst zu machen mit günstigen ETF-Produkten. Auch das kann ein Weg sein. Also ich will Ihnen hier gar nicht erzählen, dass unser Weg der einzig wahre ist. Es ist unserer Meinung nach ein sehr vernünftiger Weg für Anleger, die risikoavers sind, die ihr Geld in guten Händen wissen wollen. Aber ich kann Ihnen sagen, was jeder beachten soll, ist breit streuen und auf die Kosten der Anlageprodukte achten. Auch wenn Sie Ihr Depot selbst bewirtschaften, da haben Sie schon sehr viel gewonnen. Ja, hier nochmal zum Abschluss, bevor wir vielleicht auch kurz noch ein paar Fragen aus dem Chat nehmen. Vielleicht sind da auch schon viele abgedeckt, so die häufigsten Fragen. Ich habe schon gesagt, man kann es täglich kündigen. Man kann den Value at Risk, den Sie eingangs gewählt haben, nachträglich auch nochmal ändern. Sie können also Ihr Leben kann sich ändern. Sie können mehr Risiko wollen, weniger Risiko. Auch das kostet nichts. Sie können das online in Ihrem Scalable Capital Cockpit von Bar 10 auf Bar 20 den Schieberegler stellen, dann wird in den Folgetagen Ihr Depot dementsprechend umgeschichtet.
und auf eine höhere oder niedrigere Risikostufe umgestellt. Sie können auch mehrere Depots umsetzen. Jedes Depot braucht allerdings 10.000 Euro. Aber wenn Sie 100.000 Euro zu uns in die Anlage geben, können Sie auch eins mit einem niedrigeren Depot und eins mit einem niedrigeren Risiko und eins mit einem höheren Risiko wählen. Das ist ja ohne Extrakosten möglich. Wir haben ja ein hohes Service-Level. Sie erreichen uns eigentlich zwischen 9 und 19 Uhr jeden Tag unserer Service-Hotline. Auch mein Team von den Relationship-Managern steht ja auf Roadshows zur Verfügung, auf Webinaren. Sie können sich einen Rückrufwunsch buchen, wenn Sie bei uns auf die Kontaktseite gehen. Wir rufen Sie zurück, können Sie schon Ihre Fragen angeben. Neuerdings bieten wir auch für ja, Großkunden von uns mit höheren Depotvolumen, das ist bei uns ab 100.000 Euro, den Service an, wenn es um diese Kategorien geht, dass man sich persönlich an den Standorten bisher Berlin, Hamburg, München und Frankfurt haben wir Büros angemietet, wo man sich treffen kann. Kontaktieren Sie uns oder kontaktieren mich auch über die Kontaktseite und dann kann man auch gucken, wie man so höhere ja, Volumina und höhere Depots am besten ja, einbaut in Ihre Geldanlage. Wir analysieren Depots. Das mal so zum Service-Spektrum, ein bisschen Eigenwerbung für mein Team. Und zum Abschluss, es ist natürlich sparplanfähig, wenn Sie mal 10.000 Euro eingezahlt haben, ab 50 Euro kann man auch einen Sparplan kostenlos hinzubuchen. Ja, das bringt mich zum Schluss hier der Risikohinweis. Das kennen Sie, den Disclaimer, Kapitalanlagen sind natürlich mit Risiken verbunden. Gibt es bei uns auf der Seite auch noch viel zum Nachlesen. Und da bin ich gespannt, ob wir noch ein paar Fragen haben und bedanke mich an der Stelle schon mal für ja, die doch sehr vielen Teilnehmer heute Abend. Vielen Dank, Herr Diersen, für Ihren Vortrag. Das war wieder sehr informativ, wie ich finde. Und natürlich haben wir auch einige Fragen aus dem Plenum. Sie haben ja auch gesagt, dass Scalable mit ETFs oder in ETFs investiert. Und ETFs hört man ja allerorten nur positive Dinge. Jetzt haben wir hier die Frage aus dem Plenum, welche Nachteile haben ETFs denn? Können Sie dazu vielleicht etwas sagen? Also offensichtliche Nachteile haben Sie erstmal keine. Also dass man jetzt, das ist genau, wenn jemand fragt, welche Nachteile haben denn Aktien? Also das ETFs sind, kann man sich so vorstellen, sie sind eine sehr günstige Verpackung, um in Aktien oder andere Wertpapierkörbe zu investieren. Was sind aber so die gängigen Kritikpunkte und vielleicht zielt es darauf ab, das ist nicht wirklich ein Nachteil, wenn man es so will, aber vielleicht Risiken und dazu nehmen wir auch immer gern Stellung, wie gefährlich sind ETFs für den Markt. Also da sehen wir beispielsweise am europäischen Aktienmarkt machen ETFs gerade mal 5% aus. Also die Kritik, dass wenn ETFs immer größer werden, marktbestimmend werden, das glaube ich erstmal nicht. Ja, ETFs, dann ist eine weitere Kritik, dass dadurch, dass die ETFs ja jeden Tag handeln können und jede Minute und Sekunde, dass es viele Privatanleger dazu verleitet, zu viel zu handeln. Ja, das mag so sein, also da stecke ich auch ja natürlich in jedem Anleger nicht wirklich drin, aber da muss man sich, wenn man es selbst macht, dann disziplinieren, dass einen das nicht verleitet, dass man sekündlich so einen Ticker sieht. Ansonsten haben sie eben sehr viele Vorteile. Sie sind sehr günstig. Man kann schon ab 100 Euro in einem breiten Aktien- oder Anleihenwertpapierwarenkorb investieren. Sie haben keine Ausgabeaufschläge. Sie haben vor allem Nachteile für Banken. Und der Nachteil für Banken ist, wenn Sie zu Ihrem Bankberater gehen und nach ETFs fragen und er muss Ihnen einen ETF verkaufen, verdient er mit Ihnen null. Dann war die eine Stunde Beratung in der Filiale eigentlich umsonst, denn der ETF hat keine Ausgabeaufschläge, keine Kickbacks, es gibt keine Vertriebsprovisionen hinten dran. Anders sieht es aus, wenn Sie den Deutschen Aktienfonds Plus kaufen, da verdient er ein bisschen mehr. Also er hat viele Vorteile für Anleger, einige Nachteile für die Bankenwelt, aber da sehe ich keine, jetzt wo ich sagen muss, da birgt es große Gefahren. Deswegen sind wir auch so große Fans davon. Herr Diersen, Sie hatten das Gebührenmodell auch aufgeführt von Scalable. Jetzt gibt es dazu eine Frage, wenn der Depotwert sich ändert, wie wird dann die Pauschale, die Gebührenpauschale sozusagen berechnet? Wird das taggenau berechnet oder im Durchschnitt oder vielleicht sogar ganz anders? Genau, also das wird im Durchschnitt berechnet. Wir gucken ja jeden Monat drauf, was war der durchschnittliche Depotwert?
Weil es wäre natürlich so, sonst könnte man ja immer kurz vor Ende des Monats das Depot reduzieren von 100.000 auf 10.000 Euro und dann wieder anlegen. Also wie ist es in so einem Fall, wenn Sie 30 Tage lang 100.000 Euro bei uns liegen haben und einen Tag 10, dann wird das genau zusammengerechnet, der Durchschnitt genommen und dann ein Zwölftel der 0,75% in Rechnung gestellt. Das ist immer ein Durchschnittswert auf das verwaltete Vermögen. Sie haben Scalable ausführlich vorgestellt. Trotzdem vielleicht noch mal die Frage, wo unterscheidet sich Scalable denn eigentlich genau gegenüber anderen Anbietern? Können Sie vielleicht noch mal die Unterschiede klar machen in der kurzen Also Zusammenfassung? genau, ich mal kurz, also so die wichtigsten Eckpunkte. Ich fange mal an, was eint alle Robo-Advisor? Sie sind alle irgendwie online zugänglich, die fast alle nutzen ETFs und fast alle, ich sag mal, es gibt auch immer so ein paar ganz exotische Ausnahmen, aber 90% sagen, da ist ein Algorithmus, der was umschichtet. So, und wo kommen jetzt die Unterschiede? Dieses dynamische Risikomodell, was jeden Tag entscheidet, wie muss das Depot aussehen und eben keine festen Größen hat, sondern das Depot entwickelt sich je nachdem, wie sich das Risiko entwickelt und welches Risiko der Kunde eingegangen ist. Dass man wirklich ein dynamisches Risikomanagement hat, das hat fast keiner. Es ist also ein wirklicher Algorithmus dahinter. Die meisten anderen nutzen ETFs und geben ihnen am Anfang eine Strategie, wo sie feste Quoten kriegen, also 60-40 zum Beispiel, und stellen das dann am Ende des Monats um, dass ja, so ein genanntes Rebalancing-Modell. Muss auch jeder selber wissen, hat auch Vor- und Nachteile. Also man kann auch nicht sagen, in jeder Marktphase ist das eine besser, in jeder Marktphase ist das andere besser. Traditionellerweise, wenn Sie nicht viel machen, ist es immer besser in guten Aktienjahren, weil dann ist meistens nichts machen gut. So ein Risikomodell, was wir machen, ist eben dann besser. Das sagt der, hat der Gentner ja schon zwischendurch gefragt, wenn es sehr holprig wird. Wir haben dadurch, dass wir doch groß sind und über 90 Mitarbeiter, ein sehr großes Service-Team, da sind wir sehr stolz drauf, dass wir so Webinare hier anbieten, dass wir in alle Städte kommen, dass sie wirklich viel über uns erfahren können. Also wir sind nicht nur eine Website. Das ist, glaube ich, extrem wichtig, um auch diese Marktführerstellung zu behaupten. Denn am Ende, klar geht es darum, wie viel Geld man verdient, aber in einem guten Jahr werden alle positiv sein und im schlechten Jahr geht es eben darum, Verluste zu reduzieren. Aber es geht auch darum, dass sie ihr Geld in guten Händen wissen und mit den Leuten mal sprechen können. Das ist, glaube ich, ein großer Punkt. Wir sind sehr solide finanziert, kann man bei uns auch einsehen. Wir haben 41 Millionen an Eigenkapital und sind BaFin reguliert. Das gibt es bei dieser jungen Branche, bei vielen jungen Unternehmen so noch nicht, die da noch hinwollen. Und das ist, glaube ich, ein großer, ist ja immer ein Vertrauensvorschuss, den Sie uns geben, wenn Sie uns, einem jungen Online-Unternehmen, Geld anvertrauen. Und ich glaube, da sind Sie bei uns in sehr guten Händen. Und da probieren wir uns auch positiv vom Markt zu differenzieren. Plus das Risikomanagement. Wir haben hier eine Frage nochmal zur VRR. Wie kann denn diese genau geändert werden? Ist das wirklich, Sie haben das ja gesagt, mittels Schieberegler im Depot? Da gibt es Korrekt. keine sonstigen Hindernisse, das ist einfach völlig benutzerfreundlich gemacht dann. Ja, Und das also geht auch genau. jederzeit. Das geht jederzeit. Also wir hatten letztens einen Kunden, der das 10-mal in einem Monat gemacht, den haben wir dann mal angerufen. Weil so schnell kamen wir mit dem Umschichten gar nicht hin und her. Ich glaube, da hat auch jemand nicht geglaubt, dass das wirklich ohne Zwischenfragen geht. Wie funktioniert es konkret? Wenn Sie sich eingeloggt haben in Ihrem Depot unter Einstellungen, gibt es ein Feld Geeignetheit. Was wir immer müssen, Sie müssen sich durch die neuen Fragen im Fragebogen, das dauert aber dann im Schnitt 9 Minuten, nochmal durchklicken. Das müssen wir, bevor wir neue Risikostrategie gewähren, müssen wir von der Aufsicht, die BaFin will, dass wir nochmal das abfragen. Und dann gibt es den Schieberegler wie am Anfang und dann können Sie den Value at Risk neu einstellen und können den innerhalb der für Sie freigegebenen Risikoklassen ja, frei hin und her bewegen. Da fragt auch bei uns keiner mehr nach, was passiert, wenn Sie beispielsweise von VAR 20 auf VAR 10 umstellen. Naja, am nächsten Morgen misst ja gleicht ja der Algorithmus ab und misst bei Ihnen noch das alte Risiko, nämlich Verlustrisiko 20, sieht aber, das ist ein Depot, wo Value at Risk 10 nur als Risikobudget eingegeben wurde und wird automatisch Aktien verkaufen und das Risiko runterbringen. Also das geht recht gut. Ich empfehle es nicht zu machen. Warum nicht? Weil wir schichten ja schon das Depot so um, dass wir in jeder Marktlage das Risiko konstant halten. Es gibt immer sehr viele, die
ja dann selbst noch gerne mit ein wenig Portfolio-Manager spielen und jetzt das Risiko runterfahren oder es jetzt gerade wieder hoch, weil sie glauben, jetzt ist es gerade attraktiv. Und das führt natürlich dieses ganze System ein wenig ad absurdum. Es ist aber möglich. Es ist, wir greifen nicht ein. Wir rufen vielleicht mal an, wenn Sie es 10-mal im Jahr machen, aber das passiert automatisiert und können Sie in Ihrem Cockpit machen. Dann vielleicht noch zwei kurze Antworten auf die zwei folgenden Fragen. Wird der Kunde bei jeder Umschichtung benachrichtigt und können denn nur Kunden mit Wohnsitz Deutschland investieren? Ja, also das erste geht schnell. Sie sehen online jegliche Transaktion. Können Sie einsehen, können sich auch den Auszug zu welchem Kurs, also Wertpapierabrechnungen, werden alle online eingestellt, sehen Sie. Sie kriegen keine E-Mail, aber Sie können sich ja einloggen. Das heißt, das sehen Sie ganz genau. Es kann bei uns jeder Kunde werden, der ein Konto im SEPA-Raum hat. Also wir haben auch Kunden, die wohnen in Singapur, haben aber noch hier ein Konto bei der Commerzbank, ist kein Problem. Bei US-Staatsbürgern, wie bei jedem Vermögensverwalter, ist es aufgrund der Steuer und schwierig. Das geht bei uns nicht. Ansonsten Konto im SEPA-Raum reicht. Und haben auch ein Steuerreporting für Österreich und für die Schweiz, dass das gut geht. Also das ist möglich. Ja, dann vielleicht zum Abschluss, Herr Diersen, noch eine abschließende schöne Frage zu diesem Thema, das wir heute in diesem Webinar beackert haben, nenne ich es mal. Was ist beim Portfolio-Management für einen Privatanleger besonders wichtig? Können Sie vielleicht nochmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen? Ist es die Kostenkontrolle oder das Risikomanagement? Also genau, es ist ein bisschen eine Kombination aus beidem. Ich muss mir am Anfang, wenn ich ein Depot entweder selbst zusammenstelle oder auch wenn man auch zu uns geht, sich überlegen, welche Verlustaversion habe ich? Was kann ich in einem schlechten Jahr mal verkraften? Machen mich 30% minus nervös oder 10%? Welche Renditeerwartung habe ich? Da muss ich mich natürlich informieren, passt das zusammen? Also nur 3% Maximalverlust, aber 10% Rendite im Jahr, das geht leider natürlich nicht. Das muss ich im Auge haben und mich am Anfang fragen. Und dann ist natürlich ein großer Punkt, breit streuen, das ist schon mal, wenn man es selbst macht, der beste Risikomanager und die Kosten im Blick haben. Also wenn Sie jedes Jahr 1% an Produktkosten und auch mal bei Banken gucken, was nimmt Ihre Bank an, Transaktionskosten und so weiter, 1% hat so einen Zinseszinseffekt über 10 oder 20 Jahre, das ist immens, das sind eigentlich die beiden Sachen. Und wenn man sagt, das ist mir zu aufwendig, jedes Jahr mein eigenes Risiko zu hinterfragen und das Risiko am Markt zu messen, dann sind professionelle Hände geben, wenn ich selbst mache, mir gut überlegen und auf die Kosten gucken. Und dann sind Sie eigentlich gut unterwegs. Super, Herr Diersen, vielen Dank. Es ist 19 Uhr und unser Webinar neigt sich, na noch nicht ganz 19 Uhr, aber 2 Minuten vor 19 Uhr. Und unser Webinar neigt sich dem Ende entgegen. Leider können wir jetzt die 3, 4 offenen Fragen, die es noch im Chat gibt, nicht beantworten, aber Sie können natürlich sehr gerne Herrn Diersen bzw. Scalable auch anschreiben und noch Ihre Fragen stellen. Die Kontaktdaten erhalten Sie dann wie immer auch im Nachgang dieses Webinars. Bevor wir zu Ihrem Schlusswort kommen, Herr Diersen, möchte ich Sie, liebe Webinarteilnehmer, noch darauf hinweisen, dass dieses Webinar aufgezeichnet wurde und Sie es jederzeit noch einmal anschauen können. Den Live-Mitschnitt finden Sie in einem entsprechenden Artikel im Nachgang dieser Veranstaltung auf der Finanznet-Startseite. Und wie gesagt, wenn Sie noch Fragen haben, Kontaktdaten erhalten Sie später in einer E-Mail. Herr Diersen, ich danke Ihnen sehr für Ihre Ausführungen und die Beantwortung der Teilnehmerfragen. Haben Sie vielleicht noch ein Schlusswort für unsere Teilnehmer? Wir haben eben geklärt, was beim Portfolio-Management besonders wichtig ist. Vielleicht die Frage, was in den kommenden Wochen für Privatanleger besonders wichtig ist. Spielt der Brexit, eventuell der No-Deal-Brexit, eine Rolle? Ach, also darauf gibt es natürlich keine kurze Antwort. Für unser Anlagesystem spielt es keine Rolle. Generell, und da sind wir wieder bei der Schwierigkeit, es selbst zu bewirtschaften, sollte man das natürlich gut im Auge behalten. Wenn Sie aber breit diversifiziert sind und auch auf der restlichen Welt Geld anlegen, dann ist Europa nicht das schlimmste Thema. Deswegen, ja, ich glaube, wenn man es selbst macht, haben Sie Geduld. Auch so ein Brexit wird, glaube ich, den Finanzmarkt nicht aus den Angeln heben. Das spielt Zeit. Das ist vielleicht noch abschließend. Immer bei, wenn man sich am Kapitalmarkt bewegt, sollte man 3 bis 5 Jahre mindestens Zeit nehmen. Daher
Ja, nochmal vielen Dank. Ich glaube, wir haben viele Seiten gut beleuchtet und ich freue mich, wenn Sie auf unsere Seite gehen, Fragen stellen und natürlich, wenn einige von Ihnen vielleicht auch bei uns Kunde werden. Deswegen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank, Herr Diersen. Es ist jetzt tatsächlich 19 Uhr und wir haben eine Punktlandung hingelegt. Vielleicht sehen wir uns hier an Ort und Stelle bald mal wieder. Ich würde mich sehr freuen. Ihnen noch einen schönen Abend und alles Gute mit Scalable Capital. Und auch bei Ihnen, verehrte Zuschauer, möchte ich mich mit dem Hinweis auf unseren Webinar-Newsletter recht herzlich für Ihr Interesse an diesem Webinar bedanken. Danke für Ihre aktive Teilnahme. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Mal wieder. Und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ihnen allen einen schönen Abend. Viel Erfolg bei Ihren künftigen Investments, ob mit aktivem Portfolio-Management oder ohne. Tschüss. Bleiben Sie uns gewogen.